Eine alte Kanone wird aus dem Meer geholt. Für sie sind die Schlachten vorüber. Ein Seefahrer aus vergangener Zeit, jetzt ein anonymer Toter, kehrt an Land zurück. Ein Netz mit Gegenständen aus längst verlorenen Epochen wird von glücklichen Findern in Empfang genommen. Nur ein kleiner Teil dessen, was das große Wasser über Jahrhunderte hinweg verschlang, kann zurückgeholt werden. Und noch immer fallen dem Meer viele Schiffe zum Opfer. Jedes Jahr über 1,5 Millionen Tonnen. Unter allen Katastrophen haben Schiffsuntergänge immer besonderen Eindruck auf die Fantasie der Menschen gemacht. Das wogende Meer mahnt die Menschen unablässig an ihre Verwundbarkeit. Denn schnell kann die große, leere Wüste jede Spur menschlicher Gegenwart auf ihr auslöschen. Und doch bleiben in der dämmerigen Tiefe Erinnerungsstücke zurück. Geisterhafte Hinterlassenschaften menschlicher Geschichte. Mit ihren von Meeresgetier und Pflanzen überwucherten Masten und Takelagen scheinen einige Schiffe noch immer dahin zu segeln, als hätten sie sich in dem schweigenden Dunkel verirrt. Ein zerbrochenes Schaufelrad erinnert an längst vergangene Sommerausflüge. Auf diesen Decks und Gangways, wo früher Besatzung und Passagiere gingen, haben sich nun andere Lebewesen niedergelassen. Pflanzen, Fische und anderes Getier haben rasch von diesem Schiff Besitz ergriffen. So wie sie überall im Meer Besitz ergreifen von den verstreuten Abfällen unzähliger Reisen und den in der Tiefe versunkenen Schätzen. In den früher häufig umkämpften Hafen von Herakleion an der Nordküste Kretas läuft heute ein friedliches Schiff ein, die Kalypso. Kreta, der Schlüssel zur Macht im Binnenmeer, hat wiederholt unter den sich bekämpfenden Nationen des Mittelmeeres den Besitzer gewechselt. Rund um diese Festung tobte einst ein Meerfrontenkrieg. Herakleion war im Besitz der Venezianer, wurde von den Türken belagert und die Türken wiederum wurden von der venezianischen Flotte mit Schiffen eines angeblich neutralen Frankreich angegriffen. Am 24. Juli 1669 nahm diese riesige Flotte die Türken mit verheerendem Erfolg unter Beschuss. Aber plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Die französische Thérèse explodierte und versank mit 350 Mann und 70 Kanonen in der Tiefe. Durch die Explosion wurden auch die umliegenden Schwesterschiffe so schwer beschädigt, dass die Flotte den Rückzug antreten musste. Der Bericht eines Tauchers hat das Kalypso-Team veranlasst, nachzusehen, welche Überreste die Geschichte dort hinterlassen hat. Zunächst findet sich am Grund nicht mehr als eine Metallschale, die zur Hälfte von Ablagerungen bedeckt ist. Aber dann entdecken die Taucher eine merkwürdige, verkrustete Erhebung am Meeresboden, unter der sich mehr zu verbergen scheint. Hier finden die Taucher die ersten Beweise für die Schlacht, die vor mehr als 300 Jahren ausgefochten wurde. Bleikugeln von Kartätschen. Im Gegensatz zu Kanonenkugeln, die Masten oder Schiffskörper zertrümmern sollten, waren diese kleinen Kugeln zum Töten von Menschen bestimmt. Ein Taucher entfernt den Schlick vom Schädel eines Opfers dieser Auseinandersetzung. Vielleicht eines französischen Freiwilligen, der sein Leben in dieser dubiosen Schlacht verlor, während sein König, Ludwig XIV., enge diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen mit Freund und Feind, sowohl mit den Venezianern als auch mit den Türken, unterhielt.
Die ersten Fundstücke, möglicherweise durch die Explosion geschwärzt, werden auf der Kalypso untersucht. Die Taucher Albert Falco und Raymond Coll berichten dem griechischen Archäologen Lazar Colonnas, dass der Meeresboden mit ähnlichen Stücken übersät ist. Nicht nur mit Schädeln und verstreuten Gebeinen, sondern auch mit anderen Dingen, wie diesem Messerschärfer von 1668, ein Jahr vor dem Untergang der Therese. Da man hofft, noch bedeutendere Funde zu machen, vielleicht sogar den Rumpf der Therese selbst zu entdecken, wird das große Saugrohr, die Suceuse, zusammengebaut und zum Meeresboden hinuntergelassen, um damit die jahrhundertealten Ablagerungen zu entfernen. Als es sich in den Schlick und Kies hineingräbt, werden noch mehr Gebeine freigelegt. Die aufgesaugten Sedimentschichten werden durch ein Sieb geschwemmt, das an der Bordwand der Kalypso hängt. Was im Sieb zurückbleibt, durchsucht das Team nach verborgenen Gegenständen. Man findet Kieferknochen und Skelettteile. Sogar eine Taschensonnenuhr und eine Goldmünze mit dem Bildnis König Ludwigs des 13. Während die Arbeit voranschreitet, inspiziert Cousteau des Öfteren den Fundort. Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass die Taucher auf die Trümmer der explodierten Therese gestoßen sind. Stück für Stück fördert die Grabung Beweise der Kampfkraft des Schiffes zutage. Überreste seiner Batterien fahrbarer Kanonen, deren Rückstoß von Seilen aufgefangen wurde. Ein großer Flaschenzug für die Takelage ragt aus dem Schutt. Das hölzerne Rad einer Kanone wird freigelegt und nach oben geschickt. Neben den Resten einer Lafette findet Cousteau ebenfalls ein Rad mit zerbrochener Achse, das von einer der 70 Kanonen des Schiffes stammt. Ein spielerischer Versuch zeigt, dass das Rad noch ganz gut zu gebrauchen wäre. Mit dem Saugrohr legt Falco jetzt allmählich ein schwereres Objekt frei. Während er langsam den Schutt entfernt, zeigt es sich immer deutlicher, dass es ein Gegenstand aus Metall ist, möglicherweise Bronze. Mit Hilfe der anderen Taucher wird schließlich das eine Ende des vergrabenen Gegenstands freigelegt. Es ist eine der großen Kanonen der Therese, die wohl noch genauso da liegt wie vor 300 Jahren. Die Taucher kehren zur Kalypso zurück. Mühsam arbeiten sie sich mit ihren Kameras durch die Dünen. In einer Schlacht, in der 15.000 Kanonenkugeln gegen die Türken abgefeuert wurden, sind diese Geschosse unbenutzt geblieben. Sie werden ein friedliches Ende im Museum finden.
Gemeinsam mit Albert Falco begrüßt Cousteau den alten Freund Frédéric Dumas, der bei dem Tauchgang dabei war. Dumas meint, die Kanone sei offensichtlich durch die Explosion auf der Thérèse von Bord geschleudert worden. Er kennt die Berichte von früheren Bergungen und ist der Ansicht, dass wohl keine Kanonen mehr gefunden werden. Cousteau ist da weniger pessimistisch. Er vermutet, dass noch mehr auf dem Meeresgrund liegen. Jeder Fund muss zwar dem Museum abgeliefert werden, aber Dumas meint scherzhaft, dass 70 große Kanonen bei den heutigen Preisen für Bronze eine schöne Stange Geld bringen müssten. Nachdem der größte Teil des umliegenden Schutts entfernt worden ist, geht ein Taucher hinunter, um die Kanone an einem Tau zu befestigen. Auf ein Zeichen hin beginnt das große Geschütz sich schließlich zu bewegen. Unter einem querliegenden Balken hinweg wird die 3 Tonnen schwere Kanone langsam zur Oberfläche hochgezogen. Mühsam wird die schwerfällige Last aus dem Wasser gehoben. Zurück in eine Welt, die sich in der Zeit zwischen ihrem Verlust und der Bergung gründlich verändert hat. Eine Welt, in der bereits moderne Kanonen nur noch in begrenzten oder kleinen Kriegen nützlich sind. Heute ist sie ein Museumsstück. Zeitgemäße Waffen haben sie ebenso aus der Mode gebracht, wie seinerzeit die Kanonen, Steinschleuder oder Pfeil und Bogen verdrängten. Schließlich wird die gewaltige, von Kalkstein und Kupferoxid verkrustete Kanone auf dem Deck der Calypso auf einer Balkenunterlage abgesetzt. Dann beginnt das gesamte Team in mühsamer Handarbeit wieder abzutragen, was sich in Jahrhunderten abgelagert hat. Langsam nimmt die Waffe wieder ihre ursprünglichen Konturen an. Nach stundenlanger Arbeit mit Meißeln, Reinigungsmitteln, Hämmern und Drahtbürsten sieht die Kanone wieder so aus wie vor 300 Jahren. Die Bronze schimmert wieder, die Reliefs sind zutage getreten, die stolzen Bilder und die Segenssprüche, die der Kanone in der Gießerei zu ihrer Taufe gewidmet wurden und die sie dennoch nicht vor dem Untergang bewahren konnten. Stolz prüft Falco ein letztes Mal das wiedergewonnene Stück, das dann einen Platz im Museum von Heraklion erhalten wird. In der Dämmerung trifft die Besatzung der Calypso Vorbereitungen zur Weiterfahrt. Auf der Suche nach einem anderen alten Schiffswrack, von dem berichtet wurde, muss die Calypso Schutz vor einem aufziehenden Sturm suchen. Sie ankert schließlich in einer der wenigen Buchten vor der felsigen Küste der Insel.
Während die Calypso auf besseres Wetter warten muss, erkunden die Taucher schon von den Booten aus den Meeresboden. In 30 Metern Tiefe entdecken sie im Schein ihrer Lampen eine große Menge Amphoren, die verstreut umherliegen. Im Altertum wurden sie zum Transport von Öl, Wein, Getreide und vielen anderen Handelsgütern benutzt. Jetzt sind die elegant geformten Gefäße mit Polypen, Kolonien roter Schwämme und anderen Meeresorganismen bedeckt. An der Form von Hals und Henkel wird erkennbar, dass die Krüge römische Gefäße aus dem 1. Jahrhundert sind. Und vielleicht liegt auch das Schiff, das sie geladen hatte, dort im Sand vergraben. An Deck beschreibt Raymond Coll begeistert das große Amphorenlager unten im Meer. Als das Wetter sich wieder beruhigt hat, wird die Calypso näher an die Fundstelle heranmanövriert. Falco und das Team befestigen Taue an verschiedenen Stellen der steilen Felsküste. Und dann liegt die Calypso sicher vertäut in einem Netz von Leinen direkt über dem Fundort. Lange flache Aluminiumrohre werden jetzt mit dem Boot an den breiten steinigen Strand gebracht. Sie werden zu einem großen Gitter von fast 15 Meter Länge und 9 Meter Breite zusammengesetzt. Einige Mitglieder des Teams tragen den fertigen Metallrahmen dann vorsichtig ins Wasser zu dem wartenden Boot. Luftgefüllte Tragbojen halten das Gitter über Wasser. Es wird langsam neben die Calypso geschleppt und über der Fundstelle in Position gebracht. Dann werden die Bojen geflutet und der Rahmen kann langsam auf den Grund sinken. Eckpfosten halten das Gitter einige Zentimeter über den dicht gepackten Krügen. Am Schluss bekommt jedes Gefiert eine Kennnummer und das Kamerastativ wird aufgebaut. An Deck der Calypso bespricht Falco mit den griechischen Archäologen, wie die Bergung der antiken Schiffsladung durchgeführt werden soll. Das Mosaikfoto wird dabei sehr hilfreich sein. Wahrscheinlich ist das Schiff beim Aufprall auf den schräg abfallenden Meeresboden umgekippt und dabei wurden die Amphoren auf den Felsen zerschlagen und verstreut. Deshalb nimmt Falco an, dass das Schiff nicht weit von den Krügen liegen wird. Sollte von dem Rumpf noch etwas übrig sein, dann müsse es im Sand zu finden sein. Holz, das dem Meerwasser ausgesetzt war, wäre nach so langer Zeit längst verfault. Das ist Ammonie.
Da viele Gefäße beschädigt oder zerbrochen sind, wird beschlossen, sehr sorgfältig vorzugehen und die Gefäße eines jeden Planquadrats in einem gesonderten Behälter aufzubewahren. Denn wenn jedes Bruchstück beschriftet ist, wird es später möglich sein, die einzelnen Amphoren zu restaurieren. Jede Amphore, jedes Bruchstück wird vor dem Entfernen mit Fettstift in den Lageplan eingezeichnet und beschriftet. Dann werden die großen, schön geformten Gefäße, von denen einige noch fast vollständig erhalten sind, einzeln an die Oberfläche gezogen. Mit Hilfe des Saugrohrs, das Sand und Geröll entfernt, wird Schicht um Schicht des Schatzes freigelegt und geborgen. Als die Amphoren an Deck ausgespült werden, kommen bei einigen überraschend Reste ihres ehemaligen Inhalts ans Licht. Zum Beispiel eine Handvoll Pinienkerne, die fast 2000 Jahre völlig unversehrt überstanden haben. Im Laderaum, wo die gesammelten Schätze für den Transport zum griechischen Museum gelagert werden, hat der Archäologe Kolonnas begonnen, eine Art Steckbrief von jeder Amphore anzufertigen. Eine Tätigkeit, die ihn noch lange beschäftigen wird. Vor der südfranzösischen Küste, nahe bei Gien, besucht das Calypso-Team andere Schatzsucher, die noch mehr Glück hatten. Hier hat eine Gruppe des Instituts für Mittelmeerarchäologie den Rumpf eines römischen Schiffes aus vorchristlicher Zeit teilweise freigelegt. Französische Marinetaucher hatten es 1967 in einer Tiefe von 21 Metern entdeckt. In dem dämmerigen Licht am Meeresboden erwartet die Besucher von der Calypso ein außergewöhnlicher Anblick. In vollkommener Symmetrie liegen dort die Rippen des ausgegrabenen römischen Schiffsrumpfes. Deutlich ist markiert, wo sich die Nagellöcher und die Verbindungsriemen befanden. Das Schiff mit einer Länge von über 33 Metern und einem Gewicht von schätzungsweise 300 bis 400 Tonnen hatte die verschiedensten Waren geladen. Mehrere hundert Amphoren mit Wein, Öl, Nüssen und sogar Trauben waren mit aufgeschichteten Zweigen gegen Stöße durch die unruhige See gepolstert. Unter den vielen anderen Gegenständen, die man fand, waren Ziegelsteine, Mörser und Stößel, Öllampen, eine bronzene Waage, die wahrscheinlich aus Asien stammte, ein halbes Dutzend Schneckenhäuser und ein Läusekamm. Da Holz, das lange Zeit im Meeresboden gelegen hat, oft schnell zerfällt, wenn es an die Oberfläche gebracht wird, bleibt der Rumpf noch so lange im Meer, bis er mit Konservierungsmitteln behandelt worden ist. Für kurze Zeit nur hatten die Männer vom Calypso-Team die Schwelle zur Vergangenheit überschritten. Nun kehren sie etwas verwundert an die Oberfläche und in die Gegenwart zurück. An Bord der Calypso zeigt uns Patrice Pomet, der Leiter der Institutsgruppe, Querschnittzeichnungen des römischen Schiffs mit Konstruktionsdetails des Kiels und der Befestigung für den Mast, der sicher in den Rahmen des doppelbeplankten Schiffes eingebettet war. Das gesunkene Schiff war ein sogenanntes Rundschiff und entsprach damit einer Vereinbarung zwischen den Mittelmeerländern, dass die Breite von Handelsschiffen ein Drittel ihrer Länge betragen müsse. Diese Konstruktion stellte sicher, dass sie von den schlankeren Patrouillenbooten überholt und nach Schmuggelwaren oder Piraten durchsucht werden konnten.
Cousteau bemerkt, dass einiges dieser Bauweise bis in die jüngere Vergangenheit und selbst bis heute beibehalten wurde. Pomé fügt hinzu, dass die handwerkliche Ausführung dieser Schiffe den späteren nachrömischen Konstruktionen weit überlegen ist. Bei der Insel Dia vor der Nordküste Kretas setzen die Taucher der Calypso ihre Suche nach anderen Opfern des Meeres fort. Alte Aufzeichnungen berichten von einem venezianischen Schiff, das hier im 16. oder 17. Jahrhundert verloren ging. In 30 Meter Tiefe erscheint im Licht der Scheinwerfer eine Ansammlung schwerer eiserner Stäbe oder Schienen auf dem sandigen Boden. Sie liegen wie sorgfältig arrangiert, parallel nebeneinander, ohne dass irgendeine Funktion oder ein Zweck darin zu erkennen wäre. In der Nähe macht ein Taucher einen weniger rätselhaften Fund. Kupferschalen, die noch ineinander gestapelt sind. In der Hoffnung, dass die Kupferschalen ein Hinweis auf weitere Gegenstände sind, bereitet das Team nun eine gründlichere Erkundung vor. Falco vermutet, dass weitere Spuren des Schiffswracks unter einem Sandhügel verborgen sein könnten und beschließt bei der Suche auch die Untertasse einzusetzen. Das kleine U-Boot hat ein nützliches Gerät für Sondierungen unter Wasser. Eine Wasserspritze, deren Pumpe von der Calypso aus betrieben wird. Der Wasserstrahl dieser Spritze geht aber nicht nur nach vorn. Ein Teil des Wasserdrucks ist nach rückwärts gerichtet und ermöglicht so dem U-Boot eine stabile Position während der Arbeit. Falco arbeitet mit dem Boot von oben nach unten und nutzt dabei den schrägen Abfall des Bodens. Der aufgewirbelte Schlamm fällt den Hang hinunter und lässt ihm freie Sicht auf die von der Düse freigelegte Fläche. Bald kommen Tonscherben, weitere Kupferschalen und kleine Krüge zum Vorschein. Ein Taucher, Raymond Coll, erscheint, um dem U-Boot zu assistieren. Beide, Coll und Falco, sind mit einem Sonarradio ausgestattet und können sich so leicht verständigen. Tu peux prendre cette pièce là devant toi, juste devant toi, dans l'axe de la soucoupe. Ok. Celle-là, ok. Tu peux la prendre. Ok. Tu la mets dans la soucoupe. Auf Falcos Bitte hin zieht Coll eine kleine Amphore aus dem Sand und legt sie in den Laderaum. Dann bringt er ein anderes Gefäß, das auch nach oben transportiert werden soll. Allô, Raymond, tu veux prendre là la pièce qui est sur ta droite? C'est ça, c'est celle-là. Ok, tu la portes dans la soucoupe. Hein? Wieder geht Coll los und Falco setzt die Arbeit mit dem U-Boot fort. Als er das Boot den Abhang weiter hinuntersteuert, legt der Strahl aus der Düse plötzlich einen behauenen Stein frei. Dann weitere Blöcke, alle deutlich von Menschenhand bearbeitet. An Bord der Calypso stellen Frédéric Dumas und der Archäologe Colonnas fest, dass der Stein aus Marmor ist. Colonnas erklärt, dass er nicht neuerem Datums ist, sondern eindeutig aus dem klassischen Altertum stammt. Er zeigt, wie er mit seiner Rinne, die das Regenwasser ableitete, vielleicht in die Wand eines Tempels gepasst haben mag. For the water. In English, its name is Metopi.
of Tempel. Unten im Wasser hat Falco mit seinem U-Boot die Rippen eines Schiffes freigelegt. Es sieht aus wie ein Fischskelett. In der Nähe hat er auch ein Säulenkapitell gefunden, einen abgerundeten Stein, der zusammen mit den anderen vorsichtig an die Leine gehängt und zur Oberfläche gezogen wird. Es bleibt nicht bei den zwei Steinen, die Falco gefunden hat. Tag für Tag gibt das Meer weitere Bruchstücke oder Säulenkapitelle frei, die alle zu dem gleichen Tempel zu gehören scheinen. Wie aber kommt ein antiker Tempel in ein relativ modernes Schiffswrack? Wurde er nur als Ballast benutzt? Oder wurde er von irgendeinem Multimillionär des 18. Jahrhunderts gekauft, dem der importierte griechische Tempel als Gartenlaube oder Wochenendhäuschen dienen sollte? Am Meeresboden haben die Taucher eine letzte interessante Entdeckung gemacht. Eine kleine bronzene Zwillingskanone oder Feldschlange, die wahrscheinlich im 16. oder 17. Jahrhundert in Frankreich hergestellt und später in Feldzügen gegen die Türken eingesetzt wurde. Unter Aufsicht der Taucher tritt diese Waffe ebenfalls den Weg nach oben an. Ebenso wie die Steine wirft auch die Kanone Fragen auf. Wurde sie als Waffe mitgeführt oder war auch sie nur Sammlerstück? Aber die Vergangenheit bleibt stumm. Wie auch die Antwort lauten mag, die Kanone ist jetzt keine Bedrohung mehr. Aber einen Schrecken kann sie ihren Findern doch noch einjagen. In Navarino in Westgriechenland bewacht die alte Festung noch immer die Küste. Hier in dieser Bucht mussten sich die Spartaner der Flotte der Athener ergeben. Und hier fand 2200 Jahre später, im Oktober 1827, die große Seeschlacht statt, in der eine türkisch-ägyptische Flotte von 60 Schiffen versenkt wurde und Griechenland als unabhängige Nation wiedererstand. In der trüben Tiefe beginnen die Taucher mit der Suche nach dem großen Schiffsfriedhof der Bucht. Starke Ablagerungen haben den Boden mit einer dicken Schicht bedeckt und die Taucher versuchen, mit langen Sonden den Schlamm zu durchdringen. Einer der Taucher findet die dürren, verkrusteten Rippen eines unbekannten Schiffskörpers. An einer anderen Stelle findet einer das Rad eines Flaschenzugs, eine Vorrichtung zum Auftakeln. Spärliche Überreste jener Ereignisse, die zweimal der Weltgeschichte eine Wendung gaben. Jetzt, im Licht des sinkenden Tages, lässt die friedliche See kaum erkennen, dass sie schon mehrmals Schlachtfeld war. Wieder lichtet die Kalypso die Anker zu einer neuen Fahrt. Diesmal durch die Straße von Gibraltar und westwärts über den Atlantik. An ihrem Zielhafen wurden Schiffskatastrophen nicht durch Sturm oder Krieg oder menschliches Versagen verursacht, sondern durch Kräfte, die in der Erde selber ruhen. Vom Meer aus gesehen ist die französische Insel Martinique üppig und grün.
Aus der Luft, vom Hubschrauber der Calypso aus, zeigt sich Saint-Pierre heute als eine stille, kleine Kolonialstadt. Hier leben 6000 Einwohner. Hier züchtet man Orchideen und andere tropische Blumen für den Export und pflanzt Bananen und Rohrzucker für Rum. Nur ab und zu legt an seiner kleinen Mole eine Yacht oder ein Sportfischerboot an und bringt Bewegung in das stille Leben der Stadt. Unter dem Hubschrauber erscheint eine alte Ruine, die einmal eine Kirche war. Dann ein leerer Platz, auf dem sich früher einmal ein Theater befand. Narben, die eine der größten Naturkatastrophen der Menschheitsgeschichte hinterließ. Am 8. Mai 1902 brach der nahe Mont Pelée aus, ein Vulkan, der über der Stadt liegt. In Minuten verschlang eine glühende Wolke aus Gas und Asche Saint-Pierre und löschte das Leben seiner 30.000 Einwohner aus. Über der toten Stadt hinterließ der Ausbruch ein düsteres Mahnmal. Ein Turm aus Lava, der nach und nach zerfiel. Bürgermeister Charpentier führt Cousteau durch die Ruinen, die sorgfältig als Gedenkstätten bewahrt werden. Dazu gehört auch ein Bauwerk, das die Katastrophe überstand. Eine einzeln stehende Arrestzelle. Hinter ihren dicken Mauern saß der Sträfling Cyparis Sampson, der wegen schlechten Betragens dort eingesperrt worden war und auf diese Weise einer der beiden Überlebenden des Vulkanausbruchs wurde. Im Museum hängt ein Foto des überlebenden Sampson. Nachdem seine Brandwunden verheilt und seine Sünden vergessen waren, machte er seine Erlebnisse zu Geld, indem er sich im Zirkus Barnum zur Schau stellen ließ. Unter dem Foto die angeschmolzenen Gitterstäbe der Zelle, die ihn rettete. Zusammen mit Falco betrachtet Cousteau andere traurige Überreste der Katastrophe. Eine Sammlung teilweise geschmolzener Scheren. Ein Bund Nägel zu einer einzigen Masse zusammengebacken. Versteinerte Kaffeebohnen. Ein Horn, das einst im Orchester des jetzt zerstörten Theaters gespielt wurde. Ein Wandfoto, das am Tag vor dem Ausbruch des Mont Pelée aufgenommen wurde, zeigt die Reihe der Schiffe, die darauf warteten, an den Piers des damals geschäftigen Hafens abgefertigt zu werden. Alle wurden sie Opfer der verheerenden Naturgewalt. Eine italienische Yacht, mehrere Handelsschiffe, die Gabrielle, die Diamant, die Teresa Lovigo. Am nächsten Tag lag nur noch ein einziger Frachter, die Roraima, brennend in dem verwüsteten Hafen. Ein großer Teil ihrer Aufbauten war weggefegt worden. Aber die Roraima trieb noch 2 Tage lang an der Oberfläche. Als dann das Feuer an Bord eine Ladung Kerosinfässer erreichte, explodierte das Schiff und sank. Der Sonarfisch, ein Unterwassersuchgerät, wird heruntergelassen. Und die Calypso beginnt, die Bucht nach der Roraima abzusuchen, die bei der Explosion in 2 Teile auseinanderbrach. An Bord der Calypso beobachtet Cousteau gespannt die schwankende Nadel, die das Diagramm zeichnet. Allmählich erscheint eine Form auf dem Papier. Es sieht so aus, als ob sie das größte Wrack gefunden haben. Cousteau und Falco sind sich einig, dass es die Roraima sein muss. In Begleitung von Jacques Delcouter, Falco, Coll und anderen wird Cousteau einen Erkundungstauchgang unternehmen zu dem größten der Schiffe, die an jenem Tag des Jahres 1902 untergegangen waren. Wieder einmal tauchen wir. Wir sind 8. Freunde und alte Gefährten von vielen Seefahrten her, die als Fremde das Element aufsuchen, das die Formen des Lebens hervorgebracht hat. Nun erforschen wir eine jüngere Vergangenheit, die hier in der Tiefe begraben liegt. Die Schiffe ruhen still. Ihre Fahrt ist zu Ende.
In 60 Meter Tiefe ragt vor uns der Bug der auseinandergebrochenen Roraima aus der Dunkelheit des Meeresbodens auf. Ihre Stahlplatten sind kaum noch zu erkennen. Sie sind mit einer dicken Schicht überzogen, die von Pflanzen und Meeresgetier gebildet wurde. Auch die langen, dünnen Spiralen der Virgularien sind Kolonien lebender Tiere. Als ich den Rumpf betrete, finde ich mich in einer verwirrenden Welt, die nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem vertrauten Aussehen von Schiffen hat. Dieser seltsame Tunnel, der sich in das Innere des Schiffes erstreckt, ist aus den verformten Decken und Wänden gebildet worden. Ich schwebe wieder außerhalb des Schiffs und sinke nun langsam in die Enge des Maschinenraums. Um mich herum Spuren menschlicher Arbeit. Rostende Maschinen, kaum zu erkennende Ketten und Seile und Zylinder. Diese umhergeschleuderte Ladung, dieser verrottende Schiffsrumpf, sind wie ein Gleichnis des menschlichen Lebens, der Missgeschicke, die es bedrohen. Denn fast immer bricht auch über uns die Katastrophe unerwartet herein. Mit einem Gefühl der Erleichterung verlasse ich den engen Maschinenraum und finde mich in einem Dschungel von Virgularien, Seewürmern und Schwämmen wieder. Zwischen den Trägern des verschwundenen Decks gleite ich abwärts. Schwimme eine Gangway entlang, die nun im Schlamm begraben liegt. Hier, wo einst Besatzung und Passagiere gingen, schwimmen jetzt Fische. Und wir sind zu Eindringlingen geworden. Um mich herum zeigt die Natur ihre Ökonomie, in der nichts vergeudet wird. Hier wächst noch Leben aus Katastrophen. Gärten und Blumen blühen zwischen Ruinen und Gräbern. Hier umhüllen neue Formen, neue Lebewesen das zerstörte Werk des Menschen mit filigranen Strukturen, Farben, Fäden des Lebens. In dem tiefen Sediment auf dem Deck suche ich nach letzten Spuren menschlicher Anwesenheit. Ich hole einen Knochen heraus, dann andere menschliche Überreste, die längst schon einbezogen sind in den Kreislauf des Werdens und Vergehens.
Schließlich finde ich eine geschmolzene, verformte Glasflasche. Gezeichnet von der tödlichen Hitze, die alles vernichtete. Wir treten die Rückkehr an, folgen der Leine nach oben. Unser Blut ist stark stickstoffhaltig, wir steigen langsam, rasten bei 9, 6 und 3 Metern. Einen Augenblick lang habe ich die Vorstellung, wir steigen durch Luft. Die glitzernden Sardinen sind Schwärme von Vögeln. Der dunkle Rumpf der Calypso, ein Luftschiff, das am Himmel hängt. Dann sind wir endlich oben bei unseren wartenden Kameraden. Wie gut, sie wiederzusehen. Wie gut, die Sonne zu sehen. Auf Martinique sehe ich einen legendären Berg, der noch heute Grab der Karaiben genannt wird. Zur Zeit der Kolonialherrschaft sollen hier, der Legende nach, die Karaiben, von den Franzosen in die Enge getrieben, sich selbst geblendet haben und in den Tod gesprungen sein, mit dem Schwur, der Feuerberg werde sie rächen. Früher lebten überall in der Karibik Indianer. Der Name Karaiben bedeutete tapfer. Aber ihre Tapferkeit rettete sie nicht vor dem Untergang. Heute gibt es keine Karaiben mehr auf Martinique. Der Berg hat Rache genommen. Nun schläft er wieder. Seine Flanken sind wieder grün und an den Hängen rund um die Stadt wachsen Pflanzen und Früchte. Das Leben in Saint-Pierre hat in bescheidenerem Umfang wieder eingesetzt. Parks sind über den Ruinen gewachsen und Kinder spielen an seinem Strand. In der Gruft des Meeres erhält nur das geisterhafte Fackellicht der Taucher die Spuren der Katastrophe. An Land, im Schatten des Berges, der einst den Tod brachte, haben die vergangenen Ereignisse ihre Schrecken verloren. Und das Leben geht weiter. Thank you.